Hallo Plattenfreunde, Guidos Plattenkiste hier. Ja, ich begrüße euch wieder mal zu einer neuen Ausgabe der Plattenkiste. Also ganz förmlich jetzt hier wie bei den Nachrichten. Nein, also ich habe jetzt mal wieder hier mein Mikrofon angesteckt, um auch nochmal aber indoor zu testen. Draußen hat es ja relativ gut funktioniert, bis auf dieser ganze Quatsch nebenher. Das muss ich hier mal wieder ganz kurz sagen, das war ja totaler Humbug. Tut mir leid, dass ich da letzten Endes immer irgendwie sowas verzapfe. Ich merke natürlich vorher nicht, ob das jetzt so ein Krach da draußen wird und ob das irgendwie so abnervt oder irgendwie sowas. Ich versuche das ja irgendwie einfach für mich spaßeshalber einfach den Tag zu gestalten und dann passieren solche Sachen eben halt, dass das irgendwie so ein bisschen daneben läuft. Ne? Aber nichtsdestotrotz geht es auch weiter. Immer wieder. Das Wetter ist heute total klasse. Es ist richtig super duper warm. Wir waren viel draußen. Morgen muss der Pool aufgebaut werden. Unser Schildkrötengehege. Wir kriegen jetzt eine Schildkröte hier nach Hause als neuen Gast, wollte ich gerade sagen, als neuen Bewohner. Ist auch fast fertig. Das geht also letzten Endes wieder super duper voran. Plattentechnisch weniger. Also ich habe natürlich auch ein bisschen was gemacht. Ein bisschen weiter bin ich auch wieder. Ich habe immer noch wieder einen Stapel Jazzrock-Platten hier irgendwie oder so eine Mischung in dieser Richtung. Die muss ich einfach irgendwie durchziehen. Es muss ich machen. Es geht leider letzten Endes nicht anders, weil ansonsten komme ich da echt ins Raucheln. Irgendwie im Straucheln heißt das, glaube ich. Nicht Raucheln, sondern Straucheln. Das wird schwierig für mich. Wirklich, wirklich schwierig, weil ich möchte die Dinger ja irgendwie jetzt hier mal vom Fußboden wegkriegen. Und dementsprechend mache ich das nochmal einmal wieder. Und ich habe hier als erste Platte nochmal Bob James. Habe ich, glaube ich, letztes Mal auch schon ein paar davon gehabt, von Bob James. Mit einer schönen Platte hier von Bob James, die heißt Touchdown. Touchdown, natürlich einmal hier das Cover, letzten Endes relativ bekannt. Ich glaube, das kennt ihr auch irgendwie alle so ein bisschen. Auch schöne alte Bilder, die Scheibe selber ist aus dem Jahre, ich glaube, 76. Genau, 78. Viele gute Leute, natürlich Bob James, natürlich hier großer Pianist gewesen in dem Bereich. Ne? Erinnert David Sanborn damit bei, der macht ein bisschen Saxophon, ist auch bekannt. Eric Gale ist damit bei, der spielt wunderbare Gitarre. Ne? Ron Carter ist ein total klasse Bassmann, ist hier noch mit dabei. Okay, den Rest muss ich jetzt gucken. Ralph McDonald ist da wieder. Gary King natürlich nochmal irgendwie auch nochmal. Also wirklich viele, viele gute Leute dabei. Ich zeige es nochmal so ein bisschen hier rein. Und das ist eine richtig klasse Platte, letzten Endes von CBS Records. Ne? Scheibe selber, wie gesagt, relativ gut angejazzter, cooler Sound aus dem Jahre 1978. Bob James hatte ich, glaube ich, letztes Mal zwei, drei Stück oder so. Dementsprechend können wir die da ruhig anknüpfen. Und es wird dann auch eine eigene Bob James-Ecke geben. Habe ich nämlich hier vorne schon. Stanley Clarke. Ne, Steve Morse, wollte ich gerade sagen, die ist in eine ganz andere Richtung, war ein bisschen Rockgitarre, ne? Sally Clark, Marcus Miller, jetzt habe ich hier Bob James, eine ganze Menge, ne? Unheimlich viel von Pat Metheny, alle ihre eigenen kleinen Bereiche, wo ich tatsächlich auch jetzt ganz kleinkrämerisch das wirklich alles unterscheiden könnte mit kleinen Abtrennern oder irgendwie sowas. Ne? Aber ich glaube, das ist mir zu viel. Ich glaube, das haut bei mir dann nicht ganz hin. Aber ich habe es drauf, weil ich kann tatsächlich relativ schnell Platten wiederfinden. Ne? Ich weiß jetzt, dass, zack, da, wenn ich das irgendwo da ist, es ungefähr. Jetzt, manchmal muss ich natürlich noch suchen, aber das prägt sich dann ja auch irgendwann ein. Ne? Irgendwann weiß ich ganz genau, aha, alles klar, läuft. Ne? Schicke frühes Frühling. Okay, da haben wir noch mal ein bisschen Krautzeugs. Das ist ja Ticket to Everywhere. Das ist dann, glaube ich, die zweite gewesen, glaube ich, oder so, von Schicke frühes Frühling aus dem Hause Brain Records. Ne? Das ist aus dem Jahre 79. Dieter Dierks hat das Ganze wieder produziert. Wie gesagt, darüber haben wir auch schon relativ viel drüber gesprochen. Über Ede Schicke und Fröhling und so. Also alles alte Oldenburger Jungs, die relativ gut gewesen sind zu ihrer Zeit. Als Oldenburger Band irgendwie sowas ordentlich mitgemischt. Große, große Konzerte gespielt zu der Zeit. Auch in Amerika relativ gut angekommen, die Jungs. Also geile Scheibe. Ticket to Everywhere heißt sie und aufgenommen, fotografiert, das Ganze nochmal im Alster-Atelier in Hamburg, wieder Dieter Dierks produziert, brauche ich auch nicht ganz so viel sagen, nochmal die Rückseite, das Brain-Label, denke ich mir, muss ich euch nicht wirklich zeigen, das macht, glaube ich, nicht so viel Sinn, das zu zeigen, das dürfte euch ja echt durchaus bekannt sein, irgendwie so, ne? Dann habe ich hier nochmal, ah ja, okay, da haben wir auch ein eigenes Fach mittlerweile von. Und zwar ist das Castro Marin von Paco de Lucia. Auch Larry Coryell ist hier mit bei und John McLaughlin ist hier mit bei. Also es fehlt eigentlich im Prinzip nur Aldi Miola. Dann hätten wir sie alle vier wieder beisammen. Diese Scheibe selber ist irgendwie aus dem Jahre 81. Spanische Pressung sehe ich gerade, Phonogramm Spanien.
Sieht wahrscheinlich auch genauso aus, gehe ich mal von aus. Ja, einfach nur blaues Philips-Label. Scheibe selber ist relativ Rumba-Samba, wollte ich gerade sagen. Folklore, Quatsch. Flamenco, meine Güte. Flamenco, lastig das Ganze. Hat wahrscheinlich irgendwie so ein bisschen, wenn ich das so sehe, hier verschiedene Stilrichtungen angehaucht hier und natürlich auch viele länderspezifische Sachen gemacht worden oder irgendwie sowas. Ne? Klingt jetzt irgendwie ziemlich toll. Relativ viele japanische Leute, die irgendwie mitgemacht haben, warum auch immer. Yumiru Shinbun heißt das, All Music, kann ich überhaupt gar nicht sagen. Ganze Illustration, alles irgendwie, Engineering und so, produziert alles Japaner. Das würde mich jetzt echt mal interessieren, warum das so ist. Achso, das Ding ist in Japan aufgenommen, alles klar. Das ist ja relativ eindeutig. Alles arrangiert bei Pacoli Chuya. Recorded Dezember, also Weihnachten 25/26/1987 at Taika Tsukniami Studio in Tokio. Alles klar. Deswegen also, das ist das Ding. Castro Marin Paco de Lucia. Gott habe ihn selig. Ne? Tolle Platte, letzten Endes. Und hier habe ich nochmal Ebert Schöner. Ebert Schöner ist ja nun auch wirklich Wegbegleiter aller großen Leute. Auch wahrscheinlich Berliner Schule, glaube ich, hat ein bisschen mitgewirkt. Und das ist aber schon so an seiner klassischen angehauchte, ist ja klassischer, ausgebildeter, klassischer Dirigent und Arrangeur gewesen. Ich weiß gar nicht ganz genau, wie weit das da alles einrechnet. Das ist auf jeden Fall schon mal eine Geschichte hier von ihm, die er komplett mit Orchester im Halt eingearbeitet hat. Das ist irgendwie, ich weiß nicht ganz genau, wie das jetzt hier zusammenhängt mit dem Film. Hier gibt es doch irgendwie nochmal so einen Film. Ist das ein Film? Nee, glaube ich eigentlich jetzt nicht. Ebert Schöner System heißt das ganze Ding. Ne, also es hat irgendwie, ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang das Ganze jetzt steht. Auf jeden Fall Ebert Schöner natürlich alles an Tasteninstrumente eingespielt, die es so gibt. Dann gibt es noch ein bisschen Gitarre von Jens Fischer. George Kochbeck hat nochmal ein paar Sachen gemacht. Und Darius Dominguez hat die Panflöte letzten Endes gemacht. Und ansonsten ist das noch das orchestrale Werk von Ebert Schöner und das Pro Musica Orchestra in München. Ein wunderschönes Projekt auf jeden Fall. Gab es noch hier als Sonderpreisplatte. Ne? Da haben wir nochmal hinten drauf. Hat schon auch ein bisschen was Wirres, wie man das so als Dirigent eigentlich auch haben sollte oder so. Und ansonsten ist es Ebert Schöner natürlich immer echt ein schönes, schönes Stückchen Musikgeschichte. Was anderes kann ich dir jetzt nicht dazu sagen. Das ist sehr interessant hier. Ja, das ist wirklich sehr interessant. Und zwar ist das Full Circles Colin Towns, heißt das ganze Ding. So, das ist eine Scheibe von Virgin Record. Englische Pressung aus dem Jahre, bin ich mir jetzt gar nicht ganz sicher, 78. Und zwar ist das, glaube ich, Full Circles. Das war ein Film. Und zwar irgendwas Gruseliges. Das kann man auch hieran mal sehen, wenn ihr das mal einmal so seht. Und das ist eine Platte, die auf jeden Fall auch rein elektronisch angehaucht ist und auch, glaube ich, eine relativ seltene Platte eigentlich ist. Ich glaube, die wird preislich relativ hoch gehandelt und das geht schon fast so ein bisschen in die Richtung Goblin, Dawn of the Dead und diese ganzen Geschichten. Ne? Also Italo-Grusel-Sound, ne? Auch von Virgin, schöne alte Virgin-Label oder so, das gucke ich ja immer sehr gerne an. Ist ja wirklich ganz, ganz klasse. Und die Scheibe selber ist, wie gesagt, die müsste man sich mal einmal wieder reinziehen. Reine elektronische Musik. Natürlich Filmmusik, kann man das relativ einfach zu sagen. Film selber, Full Circle, sagt mir jetzt selber nicht allzu viel. Rückseite, ich weiß nicht, ob die habe ich dir auch schon gerade gezeigt, die Rückseite. So sieht sie eigentlich aus. Also auch nochmal irgendwie relativ interessant. Colin Towns hat alles im Prinzip performt und komponiert natürlich, produziert, engineert hat jemand anders, recorded in London, bla bla bla, ja, weiß ich jetzt auch nicht mehr ganz genau, von Virgin Records. Der Film selber, bla, okay, Classic-Film Kanada, Mia Farrow hat damit gemacht. Ich glaube, ein ziemlich gruseliger Film. Bin jetzt nicht ganz sicher. Müsste man mal irgendwie tatsächlich googeln, obwohl ich das ja nur bin ja nicht der Google-Fan. Aber da in solchen Zwecken kann man das mal machen. Man kann es in Ecosian. Ecosian ist eine wunderschöne Suchmaschine. Das finde ich okay. Leider hat sie nicht ganz so viele Suchergebnisse wie das blöde Google. Ne? Aber letzten Endes können wir uns das nicht ausschauen.
Ingeborg Thomsen mit der weißen Sklavin. Das ist natürlich auch eine geile Scheibe hier. Ne? Also das ist wirklich eine geile Scheibe. Von Mercury Records aus dem Jahre 1900. Kann ich jetzt auch nicht sehen. Nee. Nee, steht das irgendwie da drauf? 83, weiße Sklavin. Auch die ist, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, relativ groß im hohen Kurs. Ich weiß gar nicht genau, ob die etwas seltener ist oder irgendwie sowas. Wunderschön produziert hier von Richard Metzger. Geile Scheibe mit geilen Texten. Ingeborg Thomsen natürlich bringt das Ganze relativ leicht angepunkter. Das wäre grausam, das jetzt als neue deutsche Welle zu bezeichnen, weil das wesentlich mehr Art Rock ist als neue deutsche Welle. Aber es geht auf jeden Fall in diese Richtung rein oder so. Geile Platte. Ingeborg Thomsen, weiße Sklaven. Rückseite sieht auch im Prinzip fast genauso aus, nur ein bisschen Text drauf. Schönes Teil. Okay. Hier eine Platte von Kuckuck. Und zwar ist das auch irgendwie, weiß ich auch nicht, was das jetzt wieder ist. Das ist so eine Art Compilation. Hier gehen wir auch auf ganz klar in den Krautrock rein. 77 heißt das ganze Dinger. Das ganze Ding, irgendwie so. Ist ein relativ, das ist alles tatsächlich. Es gibt tatsächlich nur diese Hülle mit diesen Aufkleber da oben drauf. Und natürlich die Platte, die jeweils 3-4 Sachen drauf hat. Von schrägen Krautrock-Geschichten aus der Zeit. Ne? Hier gibt es natürlich einmal Tränengas, ne? Peak Ass, ne? Dann gibt es Paranoia Picnic. Deuter ist hier drauf. Georg Deuter ist, glaube ich, ein relativ großer gewesen aus der Zeit. Jack Grumsky, den Grumsky, weiß ich jetzt ganz ehrlich nicht. Die alle von Kuckuck nochmal irgendwie raus. Ihre Kinder ist hier drauf. Ne? Out of Focus und Hanuman. Hanuman ist, glaube ich, auch relativ bekannt gewesen aus der Zeit. Ne? Das ist eine, glaube ich, auch eine ziemlich geile Platte. Leider geht sie auch bei mir immer total unter, weil die habe ich irgendwie nicht so oft in den Händen. Aber ich zeige es noch einmal rein. So sieht das ganze Ding aus. Also auch recht schön vom Label her von Kuckuck. Und auch die Seite sieht irgendwie sehr interessant aus. Schönes Teil. Aber auch viel zu selten an letzten Endes. Ne? Jan Hammer habe ich hier nochmal. Ne? Okay, das ist natürlich auch immer wieder schön. Ne? Aus dem Jahre bla bla bla. 79, ne? Relativ alte Platte, also von Jan Hammer. Und zwar auch leider auch schon ein bisschen ausgefranst von Asylum Records. Das sieht natürlich auch besonders schön aus, finde ich. Schönes Label, zeige ich mal rein. Oh, das sieht dann so aus. Asylum Label, die Scheibe selber heißt Hammer. Und ich weiß jetzt gar nicht ganz genau, es könnte natürlich auch ein bisschen das Debütalbum sein von Jan Hammer. Aber ich, das müsste ich dann auch, kann ich gar nicht ganz genau sagen. Hammer heißt das ganze Ding, kann ich nochmal so sagen. So sieht sie aus. Und nochmal, ich weiß gar nicht, wer das sonst alles so ist, wer da mitgewirkt hat. Das müsste man sich echt mal raussuchen. Kann ich gar nicht so genau beurteilen. Schön, finde ich natürlich klasse mit dem Hammer in die Tür rein. Hier, falls ihr es nicht gesehen habt, guckt das nochmal an. Auch hier ist natürlich der Schatten im Hintergrund, sagen wir mal, wunderschön betitelt mit Hammer. Ne? Also es ist sehr, sehr zweideutig gemacht, irgendwie so, ne? Ein zweideutig, wo das richtige Wort ist, ne? Und hier habe ich noch eine Scheibe, das ist Crash Every Day a Trial, heißt das Ding, ne? Und Crash ist was Polnisches. Kann ich überhaupt nicht jetzt genau einordnen, das Ganze. Das müsst ihr auch jetzt irgendwie so mit dahin stottern, und zwar Grazna Lobriewska, Wladislaw Kwaśniki oder Juliusz Maciuś, Andrzej Poluszczy oder irgendwie so Stanislaw Zubowski. Also alles Leute, von denen ich keine Ahnung habe. Die Scheibe selber ist in Warschau aufgenommen, in 1982, von dem Label Jaro. Das kenne ich selber auch nicht. Kann ich einmal mal gucken. Und das ist auf jeden Fall, also alles klar, das ist irgendwie Jaro Records. Bisschen green. Ich mache es mal hier in der Hülle, kann man das auch mal schon ein bisschen sehen. So sieht das Ganze dann irgendwie aus. Und wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, geht das einfach in dem Jazz-Bereich. Jazz-Rock ist vielleicht schon sehr weit ausgeholt. Ich glaube, das war eher so ein bisschen smoothiger Jazz, aber ich bin mir da gar nicht ganz sicher. Das müsste ich auch nochmal echt nachgucken. Rückseite relativ belanglos, da steht einfach ein bisschen was drauf. Das ist nochmal die Ranz wie Frontseite. Crash heißt das ganze Ding. Every Day a Trial. Und die Klaus Ignaz. Oh! Klaus Ignaz Group.
featuring Dave Liebman, The Spell. Und das ist auf jeden Fall, glaube ich, eine reine Jazzplatte. Dave Liebman macht das Sopransaxophon, Klaus Ignaz spielt die Piano, Dieter Ilk macht den Bass und Uwe Ecker spielt den Drums. Ansonsten kann ich da auch irgendwie nicht allzu viel zu sagen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das Ganze ist aus dem Nabel-Studio. Ach, Nabel-Record. Hört sich ja wie Nagelstudio, ne? Nabel-Record, Direct Mastering LP. Dann schauen wir uns mal das Label. Oh, das sieht auch hübsch aus. Habe ich auch noch nicht mehr gesehen. Sonderanfertigung der EMI Electrola. Ah ja, alles klar, okay. Ne? The Spell Digital Recording, das ist das ganze Ding. Das heißt auch mal wieder so in der Hülle. Dann könnt ihr es nochmal so einmal sehen. So. Und ansonsten muss ich dir ganz ehrlich sagen, oder euch mehr oder weniger, dass ich auch nicht genau einordnen kann, was es jetzt ist. Ich bin einfach der Meinung, dass es ganz einfach, relativ einfacher, guter Jazz. Weniger Rock, mehr Jazz. Klaus Ignaz Group featuring Dave Liebman. Gehört also irgendwie in die Jazz-Ecke rein. Also in die Übergangsecke Jazz, Jazz, Rock. Und hier haben wir Pierre Molins Gong. Ja, das ist natürlich eine klasse Truppe. Pierre Molins Gong habe ich ja auch mehrere Platten von. Auch immer wieder sehr gerne gehört. Da gab es eben halt den Downwind, die schöne Platte. Müsste eigentlich auch noch wahrscheinlich irgendwann kommen. Mit Mike Oldfield damals noch, der große Verbindung zu Pierre Molin gehabt hat. Und Pierre Molin natürlich ein fantastischer Schlagzeuger. Die Scheibe selber heißt Time is the Key von Ariola Records. Das ist eine etwas spätere, glaube ich, hier schon aus dem Jahre 79. Also ganz so früh ist es doch nicht mehr oder so. Da steht auch nicht allzu viel drauf. Achso, Arista, gut, kennen wir auch alles. Arista-Label ist ja nicht unbekannt. Pierre Molin auf jeden Fall, ganz klar, super geiler Jazzrock, kann man wunderbar hören, in eins durch, bam, voll drauf auf die 12 und das war's dann nämlich. Also Pierre Molin, alles mitnehmen, was in diese Richtung geht. Ne? Und eine von Cactus, ne? Cactus Restricted, The Restriction, Acto Warner, also ein Unterlabel von Acto, Atlantic Records, 1971 aufgenommen oder so. Muss ich auch erstmal ganz kurz überlegen, wo ich die jetzt wieder einordne. Aufgenommen in Florida auf jeden Fall. Cactus ist ja auch schon eigentlich schon relativ guter Jazzrock. Geht ja schon fast ein bisschen in die Zappa-Reihe oder so, wenn ich mich da nicht ganz täusche. Das Label einmal so, es sieht natürlich auch schön aus. Acto, schön gelb gehalten, irgendwie so mit dem kleinen Spieler. Hinterher, wenn wir Platten hier von dir selber nicht mehr so richtig weiß, was es alles ist. Auch das ist ein sehr schönes Bild hier, nochmal eben einmal drauf. Ich glaube, es ist auf jeden Fall guter, cooler Jazzrock aus dem Jahre 1971, also relativ früh. Carmine Appice spielt hier Drums, Percussion, Background, Tim Bogart Bass, Rusty Day Lead Vocals und Jim McCarthy, ich mag die Lead Gitarre. Ich muss mich da jetzt ein bisschen zurückziehen und sagen, scheiße. Muss ich mal wieder reinhören, ne? Kann ich gar nicht ganz genau sagen. Sehr interessant auf jeden Fall. Sehr, sehr interessant. Auch genau wie dieses Teil hier, ne? Auch eine Wahnsinnsplatte, ne? In Search of Accent Gods von Bill Bruford, ne? Bill Bruford hier, wunderbar. Wunderbare Platte, auch irgendwie so ein Konzeptalbum, irgendwie aus dem Jahre 1976. Ich höre irgendwas von Imports, Ontario, Kanada. Kann ich jetzt auch nicht ganz genau sagen. Paul Fishman, Synthesizer, bla bla bla. William Bruford nochmal Percussions. Philip Satchi macht die Gitarre. Und John Astrop macht den Bass-Gitar. Und auch diese Scheibe ist total abgefahren. Experience in Sound and Music based on the books of Erich von Däniken. Okay, Erich von Däniken ist natürlich hier als ganz, ganz großer Archäologe, Spezialist, Ägypten, manchmal auch ein bisschen Mythos-Geschichten oder so bekannt. Ich habe Erich von Däniken früher sehr, sehr gerne beobachtet, gelesen. Das hat relativ coole Geschichten gemacht. Bei dieser Platte weiß ich auf jeden Fall, dass sie sehr interessant war. Genau wie das Label. Das Label ist von Bomb Records. Das sieht dann so aus. Guckt euch mal an. So. Ja. Bomb Records.
Und bin jetzt nicht mehr so ganz sicher, ob er auch so eine Geschichte mit Spoken Words drauf war oder irgendwie, dass da Geschichten erzählt wurden, im Gegenzug dazu dann viel, viel Musik gemacht wurde. Ist so ein bisschen frühe Genesis, ein bisschen... Kann ich echt nicht einordnen. Ganz, ganz schwer. Ich zeige aber nochmal hier rein. Da muss ich auch nochmal gucken. Das sind jetzt ja so Sachen, da muss ich selber nochmal wieder schauen, was das eigentlich alles ganz genau hier war, ne? Auf jeden Fall, der Hauptakteur dieser Geschichte war natürlich der großartige Bill Bruford, ne? Sein Bruder William Bruford dabei, ne? Klasse. Ja, und darüber gesprochen, Eric Gale, ne? Wunderbare Jazzgitarre, Eric Gale. Wunderbar arrangiert, gemacht und getan. Produziert von Bob James. Die haben ja immer alle irgendwie alles zusammen gemacht oder so. Gehe ich mal davon aus, dass das damals so war. Bob James spielt auch hier ganz viel mit, sehe ich gerade. Alphonso Johnson natürlich am Bass. Auch die nächste Granate. Anthony Jackson nochmal auch ein bisschen am Bass. Randy Brecker hier noch mit bei. Also auch wieder hier relativ viele, viele große Leute um sich gekarrt. Und Eric Gale aus dem Hause CBS. Auch wunderbare Jazzgitarre, ne? Also auch ganz, ganz geile Scheibe. Multiplication heißt das ganze Ding von CBS. Sieht so aus. Schönes Cover hier mit den Hieseln. Auch da auf der anderen Seite dasselbe nochmal. Klasse Platte. Ähnlich wie das hier, auch in dieselbe Richtung, Earl Klug. Ne? Letztes Mal drüber gesprochen über Earl Klug, wo ich nicht ganz genau weiß, heißt er jetzt Earl Klug oder Kluf oder wie spricht man das genau aus? Ich weiß es nicht. Auch Earl Kluf, wunderbare Mischung aus coolen Jazz, soulig Jazz, schuldiger Jazzrock oder so. Warner Label, das alte Warner Artist Label. Irgendwie so das Cover selber ist hier ein bisschen, hat wohl mal ein bisschen Feuchtigkeit abgekriegt. Ich würde sagen, das stand mal auf jeden Fall irgendwie auf dem Flohmarkt und da fing es an zu regnen. Weil dann sieht man, da kommen nämlich diese kleinen Wellen hin. Und auf der Rückseite, auch das wunderschöne Rückseite eigentlich, leider mal zusammengeklebt. Und dann sieht das Ganze nämlich so aus. Und das ist natürlich schade, dass das so ist. In der Frontseite nochmal auch ein hübscher Mensch gewesen. Klug, Kluth, Kloss, keine Ahnung. Tut mir leid. Kann ich schwer zu sagen. Ja, auch relativ frühe Doldinger nochmal. Jazz Mates in Germany irgendwie so. Das ganze Ding ist relativ früh. Das muss ja 60er Jahre sein. Oder so muss ich jetzt mal überlegen. Philips Twen Serie nennt sich das Ganze. Doldinger, 36 geboren in Berlin. Bla, bla, bla. Bebop, Tutsi, Butzi, 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 Butzi. Doldinger macht die. Ingrid Hoffmann, Helmut Kabecker, Klaus Weiß. 25.08.1963 in Hamburg aufgenommen. Also ganz, ganz frühe Geschichte. Und das ist von Philips. Auch eine schöne Mini-Groove Philips. Ich kann mal sagen, sieht ein bisschen anders aus. Auch richtig gewichtig, auch die Scheibe. Das ist ja auch das Schöne aus dieser Zeit, dass man da ja schon ordentlich was in den Händen hatte. Ansonsten hier natürlich auch alles ein bisschen arg gelitten. Auch das Cover selber ist schon ein bisschen ranzig. Aber es ist eine schöne, frühe Doldinger zeitgeschichtliche Scheibe. Jazz Made in Germany war, glaube ich, irgendwie eine Serie, wenn ich mich nicht täusche, ne? Ja. Also, gleich zwei und dann hören wir erstmal wieder auf, glaube ich, ganz kurz mal oder so. Machen wir eine kurze Unterbrechung, weil irgendwie habe ich ein bisschen Hunger. Ich muss das Essen heute viel gemacht, irgendwie so. Guter Freund hier, Klaus Becher, Gottfried Becher und Joe Penzlin. Hier unser Mann am Piano, ne? Da hinten der Mann am Klavier, ne? Für jede Blume, Ragtime, kriegt er ein Korn und ein Bier. Das war Gottfried Böttcher, lange, lange Jahre Mitglied der Udo Lindenberg Panik-Truppe gewesen. Leider irgendwann verstorben. Zusammen hier immer mit Penzlin, ganz viel gemacht. Joe Penzlin, habe ich gleich zwei Platten hier. Einmal ist es Jahrgang 82, das wäre die hier. Schöne Platte und Gottfried Böttcher und die heißt Direct. Die ist auch schön. Natürlich sind die beiden, wie ich es gerade schon gesagt habe, das Ragtime Jazz, auch von der flotten Sorte irgendwie sowas. Kann man wunderbar zusammenlassen oder so. Ist aber nicht wirklich unbedingt immer mein Bereich. Ragtime. Ich habe auch viele alte Ragtime-Geschichten. Ist natürlich irgendwie nicht uninteressant. Hier wurden ein bisschen nachgespielt, glaube ich, auch noch bei Jahrgang 82. Gibt es noch Hard Day's Night oder Lady Madonna hier ein paar Beatles-Sachen gemacht. Also das Ganze ein bisschen verrack-timed, irgendwie sowas, ne? Und auf dieser Scheibe hier gibt es ein paar Sachen von Ellington oder selbstgeschriebene Sachen halt, ne? Blind Man, schönes Cover hier nochmal irgendwie so. Schönes Label, das können wir nochmal gucken, beim Blind Man. Auch schöne Bilder hier drauf. So sieht das Ganze nochmal aus. Also auch die Jungs früher da irgendwie Penzlin hier nochmal, ne? Also auch wirklich hübsch. Auch super Sachen gemacht. Und das Label selber ist Blind Man, auch ein schönes Label, finde ich, sieht auch klasse aus.
ein Track auch irgendwie da durchgehend drauf, wenn ihr das so seht. Schönes Teil. Na guck mal, auch wenn er gar nichts damit zu tun hat oder so, hier sogar ein Teil des Panikorchesters mit drauf, hier von Udo, ne? Da ist ja irgendwie Elli Pirelli, alle mit bei, ne? Also Otto sind da mit bei, ne? Also als ein Clan, waren wir alle zusammen gewohnt damals, ne? Da werde ich vergessen, Böttcher, Otto, Udo, alle die berüchtigte Hamburger WG eben halt, ne? Zwei Superscheiben, Böttcher und Joe Penslin, lasse ich auch nochmal so und jetzt gehe ich eine Runde happen. Ne? Ansonsten wünsche ich euch erstmal einen schönen Abend noch. Quatsch, ich höre gar nicht. Mach nachher noch weiter. Hey, Plattenfreunde, Guido wieder hier frisch genährt. ja, ich wollte noch nicht aufhören eigentlich irgendwie so. Ich dachte mir, okay, wenn, dann muss ich das irgendwie durchziehen. Dementsprechend kriege ich jetzt mal wieder so richtig dick Fett auf die. Ne? Das muss weitergehen. Ne? Zwei Platten noch hier irgendwie, hatte ich letztes Mal schon irgendwie gehabt. Das waren die ungarischen Lokomotive GT. Genau, Lokomotive GT. Ungarische Jazzrock-Formation hatte ich glaube ich 2-3 Stück von da. Danke nochmal an dieser Stelle an Mega Cologne Joe, ne? Also dass du das nochmal mit deinem Discogs da, das ist ja irgendwie schon irgendwie schön. Ne? Also ich meine, wenn ich das eingehe bei Discogs, ne, da habe ich erstmal 20 Platten zur Auswahl. Für mich ist das immer relativ anstrengend. Ja, ist auch egal, was ich rede jetzt wieder. Darum geht es ja letztens überhaupt gar nicht. Ne? Danke dir auf jeden Fall für den Tipp. Ich muss lernen. Wenn das überhaupt noch Sinn macht, werde ich lernen. Ne? Auf jeden Fall, Lokomotiv GT habe ich noch 2 Stück von gefunden. Habe ich mittlerweile 5 oder 6 Stück von, obwohl ich die jetzt vorher überhaupt gar nicht kannte. Also keine Ahnung. Machen, wie gesagt, relativ guten Jazzrock. Passt irgendwie alles. Und das ist auch so ein Ding jetzt hier, das nennt sich Lokomotiv GT 74 USA New York Joll Los Angeles. Keine Ahnung, was das genau bedeutet, ist im Prinzip wahrscheinlich als ungarische Band 1988 in Amerika bei einem riesigen Festival aufgenommen worden. Sieht so ein bisschen Woodstock vom Fass da unten aus, wenn man das so sieht. Ich habe keine Ahnung, welches Festival das gewesen sein kann. Auf jeden Fall gehe ich mal davon aus, hat Lokomotiv GT 74 eine große USA-Tour gemacht und daraus stammt diese Platte. Wie gesagt, von den Muckern selber hier, Bata, Tamas, Prescher, Gabor, Loks, so und so. Keine Ahnung, wer das letzten Endes ist. Ne? Favorit heißt das Label. Relativ simples, einfaches, oranges Teil. Kann ich meinem Tier nochmal zeigen, wenn ihr es gerne wollt. Irgendwie ja, ganz normal aus, irgendwie so, steht sonst auch nichts draus. Außer, dass es in Ungarn aufgenommen wird, in Ungarn 1988, mit einer Gesamtlaufzeit auf der ersten Seite von 90 Minuten, 50 Sekunden. Das sieht dann irgendwie so aus. Also Favorit, keine Ahnung, ob es jetzt irgendwie ein besonders gutes Label ist oder so. Ich kann echt nicht allzu viel dazu sagen, bis auf, dass ich die mal, glaube ich, irgendwie, weiß ich gar nicht, von wem ich die gekauft habe, die immer gekauft habe, war relativ erstaunt, weil ich habe mal immer eine Zeit lang immer so ganz viel internationale Sachen gekauft. Also sprich, ich fand es mal ziemlich geil, aus vielen Ländern der Welt einfach irgendwelche Mucke zu kaufen. Das war mir dann auch wirklich vollkommen egal, was das im Endeffekt war. Hauptsache, es war irgendwie international gesehen Musik aus anderen Ländern. Da gehörten die dem halt mit zu. Und wie gesagt, bin relativ begeistert von den Jungs. Die haben es irgendwie drauf. Ja, muss ich einfach so mal sagen. Das ist die andere Scheibe hier von Lokomotiv GT 1970-72. Also die ist ein bisschen früher. Relativ simpel gehalten in 2 Farben. Einmal in ganz einfachem Blau und einmal in dieser Frontseite hier. Keine Ahnung. Das Label selber ist diesmal nicht das Favorite Label, sondern das ist das Label Brennen oder irgendwie so was ähnliches. Brennen oder Brain oder. Ne, Brain kann es ja nicht sein. Brennen wahrscheinlich. Ah ja, okay. Ne, Copy in this Record. Ne, war ganz klar, weiß ich auch nicht so genau. Brennen, ich zeige mal einfach mal so. Kann ich nicht viel zu sagen, was das bedeutet. Ist jetzt mit mir relativ unbekannt. Aber auch diese Scheibe ist. Ja, okay. Was soll ich dazu sagen? Gehört jetzt nicht zu meinen absoluten Favoriten, die ich jetzt so jeden Tag anhören würde oder so. Ich bin immer wieder überrascht. Auch was Soundqualität angeht von Ungarn, ist okay, besser als die Koreaner. Das war nämlich nicht so gut. Okay, ne? 2-mal Lokomotiv GT, damit haben wir die Sache vollständig. Von meiner Seite aus mehr werde ich wahrscheinlich von den Jungs erstmal in den Fingern nicht bekommen. Bis auf die hier, was das auch immer ist. Ne? Das habe ich nämlich auch noch. Und zwar, das kann ich auch nicht entziffern. Das tut mir leid. Das ist, ich würde sagen, auch sowas wie Griechisch oder irgendwie sowas. Oder ist es auch Russisch? Das halte ich jetzt mal rein, vielleicht kann das jemand von euch entziffern. Und zwar sieht das so aus.
Das ist die Frontseite und das Ganze ist so. Wenn ich mir das Label angucke, ich habe nochmal dichter ran, vielleicht könnt ihr es ein bisschen besser lesen, ich habe keine Ahnung. Wenn ich mir das Label angucke, würde ich sagen, das sieht irgendwie aus wie griechisch, aber die Schrift wiederum ist irgendwie wahrscheinlich eher wieder ein bisschen, ich glaube, dass es nicht griechisch ist, aber ich kann das auch echt nicht genau sagen. Musikalisch gesehen ist es auch normaler Jazz. Ich habe mal so ein bisschen dichter rein, vielleicht kann man das so jetzt ein bisschen erkennen, vielleicht könnt ihr das lesen, was da drauf steht. Ich habe keine Ahnung, was das letzten Endes bedeutet oder wer das ist. Ist auf jeden Fall eine interessante Platte. Musikalisch gesehen bewegen wir uns da, wie gesagt, im Jazzbereich, aber ist jetzt auch nicht so, dass ich jetzt sagen würde, Mensch, das Ding ziehe ich mir jetzt mal jeden Abend ein bisschen rein oder irgendwie sowas. Ne? Das ist einfach Quatschi, ne? Mache ich nicht. Ne? Momentan bin ich wieder so ein bisschen eher in der... Freue mich total über meine beiden, drei, vier neuen Platten, die ich gekauft habe. War ja vor zwei, drei Mal Wochen schon fast her oder irgendwie sowas. Keine Ahnung, habe mir mal bei Nuclear Blast ein paar Scheiben bestellt, die relativ gut im Kurs da gerade waren. Da sind wir gleich zugeschlagen. Und die waren super. Keine Frage. Ne? Also geile Scheiben. Aber da wollte ich gar nicht drauf eingehen. Jetzt. Nächste Platte, die ich hier habe, ist Where There's a Smoke, Buckwheat. Buckwheat. Sticko, Buckwheat, Sticko. Where there's smoke, there's fire, heißt die Scheibe. Das ist die hier. Auch sehr interessant, weil das ist nämlich von Stanley Durell Jr., der das Akkordeon hier irgendwie zum Besten gibt. Lee Allen, Sino am Bass, Melvin Vasey an der Gitarre, Kevin Maynard spielt die Drums, Dennis Taylor, Tenorsax und Willis Robert. Macht hier alles Robot, ne? Das Ganze ist auch irgendwie so ein bisschen angejazzter Reggae. Wie nennt man das denn? Reggae ist auch das falsche Wort. Angejazzter West Coast Jazz? Gibt es sowas? Ich habe keine Ahnung. Das ist der gute Mann, von dem ich gerade gesprochen habe. Stanley Durell Jr. heißt der gute Mann. Das Label selber ist Island Records, brauchen wir auch nicht dazu gucken. Buckwheat, Sudiko heißt das ganze Ding, das Projekt. Viele Musiker bei, relativ interessante Musik, finde ich, mit einer schönen Platte, mit einem schönen Cover, sieht irgendwie gut aus. Was das nun genau alles bedeutet, kann ich nicht genau sagen. Aber ich finde es ja cool, dass Leute mit dem Akkordeon solche geilen Scheiben machen. Ne? Was soll ich dazu sagen? Groover Washington Junior, auch des Öfteren schon gehabt, haben wir mittlerweile auch eine kleine Ecke hier im Regal, ne? Viel zu gut arrangiert, natürlich wieder von Bob James, der Name tauchte hier die letzten zwei, drei Wochen relativ häufig auf. Das ist diese Platte, ist auch ein bisschen jünger, vom Kudo Vertrieb hatten wir letztes Mal auch, glaube ich, schon von Kudo. Bob James natürlich hier spielt die Pianos, ne? Tenor, Saxophon natürlich Groover Washington, ist klar, Gitarre Eric Gale wieder mal, ne? Louis Johnson und Gary King spielen eben abwechselnd ein bisschen den Bass, Steve Gadd, sagt mir jetzt selber, muss ich ganz ehrlich sagen, überhaupt gar nichts, an den Drums und natürlich so alte Kollegen wieder wie Randy Brecker oder irgendwie so, die immer noch dann wieder mal Trumpet machen oder Violine mit Louis Ailey. Also auch viele, viele gute Leute immer wieder dabei. Auch eine relativ frühe Scheibe hier von Groover Washington. Ich habe jetzt kein genaues Datum, kann es auch nicht genau erkennen. Das Kudo-Label hatten wir, glaube ich, erstmal letztes Mal schon mal gehabt. Das sieht ja irgendwie relativ interessant aus. Also, was heißt interessant? Das ist ein Standard-Label, würde ich mal so sagen. Also, das kennen wir. Habt ihr letztes Mal schon irgendwie mal ganz grob gesehen, was das war? Und Groover Washington Junior, natürlich schöner, geiler, smooth, funky Jazz in der Richtung. Ne? Und als nächstes habe ich hier gleich zwei Stück hier von meinem Freund George Duke. Nochmal, ne? George Duke, natürlich, brauchen wir auch nicht wirklich allzu viel zu sagen. Habe ich auch schon jetzt das massenhaft gesagt. Auch der hat mittlerweile eine eigene Sparte bekommen. George Duke in meinem Jazzbereich habe ich auch ungefähr 10 Platten, glaube ich, von. Was nicht unbedingt viel sein macht. Das ist von 1989, schon eine relativ späte von ihm, die auch schon ein bisschen poppiger ist, vom Jazzrock gesehen. Ne? Also ein bisschen poppiger, funky, als weniger jazzig, funky. Ne? Musiker hier auf der Scheibe letzten Endes, also George Duke natürlich alle Tasten, ist natürlich Byron Miller macht hier den Bass, Paul Jackson die Gitarre, den Rest kenne ich ganz ehrlich nicht. John Robbins am Drums, Mark Russo nochmal Saxophon,
Aber ich glaube, der ist ein relativ bekannt, aber ich kann es nicht genau sagen. Ne? Die Scheibe ist von Elektra Label. Ich hole sie mal einmal raus. Sagt mir jetzt gar nicht ganz so schnell was. Ach doch, gesehen habe ich das, glaube ich, auch schon mal. Ich gehe mal davon aus, dass ihr das wohl kennen solltet. Dasselbe denn das hier. Night After Midnight heißt die Platte. Schöne Scheibe von George Duke. Und eine, die etwas älter ist, glaube ich, und zwar ist das aus dem, nee, Quatsch, 85, ein Jahr vorher gewesen, wann? 86, 85, ja gut, okay, die ist gar nicht so alt. George Duke, das ist der Dieb in der Nacht, Thief in the Night, auch diese Platte, hier rutscht mir alles weg, auch mein neuen Fußboden, der ist nämlich sehr rutschig, wie wir es vor kurzem erst festgestellt haben. Ja, Thief in the Night, auch letzten Endes hier schon ein bisschen George leicht angepoppter Jazz, Rock, Funky Zeugs, wie man es auch immer genau bezeichnen soll, was das eigentlich alles ist, was der Mann macht. Der ist ja sehr, sehr vielseitig, was die Musik angeht. Ne? Louis Johnson hier am Bass, ne? Steve Ferrone noch ein bisschen am Bass, Quatsch, am Schlagzeug, der ist ja auch bekannt. Und Paulinho da Costa nochmal wieder an den Percussions, der auch immer wieder mal auftritt. Ich glaube, das war es. Da hat noch jede Menge andere Gastmusiker, aber die sagen mir jetzt, ganz so schnell irgendwie nichts. Noch ein schönes Bild hier von ihm letzten Endes. Das Label selber ist dürfte auch bekannt. Wieder Elektra, alles klar. Also ist es das bekannte Label von George Duke. Daher kenne ich es wahrscheinlich dann auch so ein bisschen. Man hat da nur nicht so drauf geachtet oder irgendwie sowas. Ne? Dann, ja. Schöne Platte natürlich, ne? Weather Report, ne, Weather Report, damit bin ich ja auch genauso groß geworden. Muss man auch gerne. Wayne Shorter, ne, Jaco Pastorius, ne, Joe Zawinul, also richtig, richtig geile Musiker. Die erste Supergroup damals gewesen, meines Erachtens. Ein schönes Cover hier, Heavy Weather heißt die Scheibe. Dürfte im Prinzip bekannt sein, recht früh, 1977 von CBS Record. Hier sind auf der Rückseite noch ein paar Mal die Jungs abgebildet, stehen ein paar Infos drüber. Das Label selber, wie gesagt, CBS, da steht nicht mehr allzu viel drauf. War mal bei Membran verkauft worden, hier, wenn ich das richtig sehe. Sogar CBS, hat man ja früher mal so gemacht, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das auch noch kennt, da hat man die hier zugeklebt. Einmal so über die Öffnung, zack, und damit waren sie versiegelt und umtauschprächtig, ne? Falls man dann mal seine Langspielplatte wieder umtauschen wollte, ne, weil sie einem denn doch nicht gefiel oder so zum Geburtstag. Also, geile Zeit gewesen, also ich stehe da drauf. Und schade, dass sie jetzt abgelöst worden ist von dieser kurzweiligen Kackzeit, was soll ich sagen? Weather Report, ja okay, alles da. Hier haben wir, das ist definitiv mal etwas noch ältere. Vorhin waren wir bei 1977, das ist 1971. Ne, auch eine richtig geile Platte. Alphonse Mouzon hier am Schlagzeug, ne, also wie gesagt, mein Sahne-Schlagzeuger Joe Zawinul, Miroslav Vitus diesmal am Bass und Wayne Shorter natürlich. Die Scheibe selber ist, bin jetzt gar nicht ganz sicher, ob es das ein Debüt gewesen ist oder irgendwie sowas. Ich glaube, das ist das Debütalbum gewesen. Bin jetzt gar nicht ganz sicher. Hat mal 7 Mark, war im Angebot hier bei CBS Record. Ist das, hat mal 7 Mark im Angebot gekostet. Auch hier nochmal schön drauf. Die Jungs alle abgebildet hinten drauf. Wahnsinns geile Gruppe gewesen. Weather Report. Sehr, sehr gerne gehört. Schöne Platte. CBS brauche ich nicht zeigen. Kennen wir. Alles klar. Next, please. Alive Mother 4, ja, habe ich jetzt hier. Alive Mother 4, ja. Und auch das ist eine wunderschöne Jazz-Kombo mit Billy Cobham am Schlagzeug, natürlich Alfonso Johnson am Bass, Steve Kahn an der Gitarre und Tom Scott am Saxophon. Auch diese Leute waren einfach total klasse. Das solltet ihr auch, denke ich mir, alle kennen, dieses Cover. Habt ihr alle schon gesehen. Wunderschöne Platte. Dieser vier fantastischen Musiker, sehr, sehr Jazz-Rock-lastig und auch die von CBS Record aus dem Jahre 1978, ein echtes Highlight, würde ich mal so sagen. Also wirklich auch eine Platte, die ich immer sehr, sehr gerne angemacht habe, wenn ich zu Hause alleine war. Weil natürlich Jazz-Rock, muss man ja ganz ehrlich sagen, höre ich sehr, sehr gerne, sehr, sehr kräftig mit einem ordentlichen Wumms aus den Speakern, ne?
Das ist nicht immer das Ding meiner Frau, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das soll ihr auch zugestanden sein. Ja, oh, nochmal wieder Eric Gale, den Namen, den wir jetzt auch schon ziemlich häufig gehört haben. Und zwar ist das die Scheibe Ginseng Woman. Ne? Auch irgendwie ziemlich geiles Cover hier, finde ich. Also diese leichten Lotusfüße noch eingewickelt vom Stromkabel, festgehakelt, wollte ich gerade sagen, umgekippt. Ziemlich geil. Ne? Eric Gale hier nochmal mit seiner coolen Funky-Gitarre auf der Rückseite. Fantastischer Jazz-Gitarrist mit einer Menge guter Leute wieder drauf. Alleine 2, 4, 6, 8, 9 Leute, die verschieden gesungen haben. Dann gibt es noch jede Menge Drum-Trumpets, Basses, Strings. Massig, also kann ich alle gar nicht wirklich vorlesen hier. Das Ganze ist natürlich irgendwie von Groover Washington Jr. und Patty Austin noch ein bisschen mitproduziert. Mike Brecker und Randy Brecker jede Menge mit zu tun. Bob James natürlich wieder mal an den Fender Piano Rhodes. Ja, genau, wie gesagt. Gary King hier noch wieder an den Bass tätig. Und Ralph McDonald wieder die Percussions. Es sind immer wieder dieselben Leute, die in dieser Szene damals tätig waren und überall echt geil mitgewirkt haben. Schöne Platte. Eric Gale, Ginseng Woman, ist von CBS, ja, CBS Records. Müssen wir auch nicht mehr zeigen. Ist durchaus ein Begriff. Geile Scheibe. Eric Gale mit Ginseng Woman. Und auch das, weil es so schön aussieht, finde ich. Auch das können wir uns nochmal angucken. Finde ich super. Und nochmal eine, aber die ist ja noch ein bisschen neuer. George Duke. Ne, die dürfte jetzt wahrscheinlich von 89 sein. Ne, 86. Okay, die Laufzeiten habe ich ja fast jedes Jahr eine Platte von George Duke. Und auch diese meinte ich, war schon fast ein bisschen zu modern, wenn ich mich nicht mehr täusche. Bin mir jetzt nicht ganz so sicher, aber ich glaube, da geht es wirklich schon reinweg in die Studio-Computer-Arbeit, Soundtechnik rein irgendwie oder sowas. Bin jetzt gar nicht mehr sicher, ob er da noch viele, viele Gastmusiker hatte. Oder ob das irgendwie alles irgendwie, na klar, nee, Quatsch, da sind da schon einige dabei. Auch wieder mal Pauline da Costa, Jeffrey Osborne hier noch mit drauf. Nee, wahrscheinlich Quatsch. Aber ich weiß noch, dass dieses schon so ein bisschen angepoppter war. Ne? Die Scheibe selber heißt, wie heißt die denn überhaupt? George Duke, einfach nur George Duke, okay. Keinen wirklichen Namen für gefunden. Wieder von Elektra Record, George Duke Enterprises. Schöne Platte trotzdem. Sehr sympathischer Mensch, wenn man den so sieht, würde ich auch sofort alles abkaufen. Prima. Und letztes Mal schon die große Platte gehabt von Roller Sousa. Hier ist nochmal eine etwas frühere von ihm. Aus dem Jahre nicht so schnell zu erkennen. Ne? Don't Ask My Neighbors. Ne? Das würde ich hier auch nicht unbedingt mal machen. Von Capitol Records. Hat mal irgendwie 15 Euro hier anscheinend gekostet auf dem Flohmarkt oder irgendwie, das kann ich ganz genau sagen. Bin mir nicht sicher, aber auch hier Rowder Sousa natürlich ein Tenor, Bass, Trombone. Byron Miller hier wieder am Bass. Charles Icarus Johnson an der Slide-Gitarre. Harvey Manson macht hier noch irgendwie mit. Also auch wieder, auch hier jede Menge guter Leute. Capitol Records habe ich gehabt. Schönes Cover, finde ich. Irgendwie so coole Socke, geiler Haarschnitt. Alles bei dieser Platte stimmt im Prinzip alles. Rückseite noch mal ein bisschen gucken. Rowder Sousa, Sweet Lucy, größter Hit gewesen damals. Schönes Ding. Gerade drüber gesprochen, da haben wir ihn jetzt. Harvey Mason. Ne, Harvey Mason natürlich auch echt eine coole Sau. Auch hier, oh mein Gott, so viele Leute auch wieder, das kann man alles gar nicht vorlesen, wie viele Leute die alle immer um sich gekarrt haben. George Benson an der Gitarre, Stanley Banks hier mit bei. Also auch hier fantastische Geibelscheibe. Pesto Supreme Mason, Funken Mason Jar heißt das Ding, wenn ich mich nicht täusche. Funken Mason Jar, genau. Aus dem Hause. Achso, Arista.
aus dem Hause Arista. Auch das Label ist ja relativ bekannt. Ich bin nur gerade leicht irritiert, weil hier habe ich jetzt gerade ganz schnell gelesen, Chaka Khan. Da stimmt wahrscheinlich das ganze Innending hier nicht. Stevie Wonder, Motown, Steve Lukather, Steve Boccardo. Nee, da ist irgendwie ein bisschen, das ist irgendwie falsch. Keine Ahnung, oder? This is by night. Nee, das ist auf jeden Fall falsch. Okay, ist, ne, lassen wir uns davon nicht irritieren. Das ist bei irgendeiner Party durcheinander gekommen, würde ich sagen. Ne? Auch er natürlich, Harvey Mason war ein cooler Typ, kann man hier nochmal so sehen. So, Front kennen wir auch. Bekannte Platte, schönes Teil. Freue mich. 1977 Arista Records, nicht zu vergessen. Mein Gott, das sind das geile Scheiben. Tut mir leid, das sind echt so geile Scheiben. Ich freue mich da immer wieder drüber. Buddy Miles. Na, es ist natürlich hier echt, also ein Hammer nacheinander. Buddy Miles natürlich echt auch wirklich super geiler Mucker. Auch alles Mögliche gemacht. Hier auch Bass, Rhythm Guitar und die Vocals. Alles von Buddy Miles gemacht. Trotzdem noch jede Menge, viele Gastmusiker am Start. Fantastischer Schlagzeuger. Geiles Cover irgendwie, finde ich irgendwie so, wenn man es mal einmal so sieht. Die Rückseite, finde ich irgendwie, wirkt ein bisschen so wie Winnetou, ein Sparprogramm. Das ist nicht ganz so cool. Front ist irgendwie schon ziemlich geil. Scheibe selber heißt Bicentennial Gathering of the Tribes. Verstehe jetzt nicht so ganz den Zusammenhang von Casablanca. Aus dem Jahre, habe ich jetzt auch nicht so ganz genau, stehen hier irgendwie noch ein kleiner cooler Spruch hier von John F. Kennedy. Und ich hatte mal Olaf gehört, der hat mir hier wunderschön auch seinen Namen drauf gedruckt. Der Olaf. Schönes altes Casablanca. Das sieht natürlich hübsch aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Habe ich schon lange nicht mehr gesehen, muss ich ehrlich sagen. 1976 ist die Scheibe, seht ihr. Und das ist natürlich echt ein schönes Label, wenn man das so sieht, ne? Lange nicht mehr gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch schon lange nicht mehr gehört, Buddy Miles. Kann man ruhig mal wieder auf den Plattenteller schmeißen, finde ich. Ne? Schönes Teil. Bei Sentinel Gathering of the Tribes. Geiles Cover, geile Scheibe. Buddy Miles. Und ein bisschen wuckelmäßig geht es hier weiter mit einem fantastischen Sänger, der bisher ziemlich kurz gekommen ist, obwohl ich glaube ich eigentlich auch 2, 3, 4, 5, 6 Platten von ihm habe. Und zwar ist das Al Jarreau. Jetzt muss ich ein bisschen aufstoßen, Entschuldigung bitte. Al Jarreau mit einer Menge Songs hier von Bill Withers, sehe ich gerade. Ain't No Sunshine, Lean On Me. Also Moment mal, das ist alles Bill Withers hier. Spirits and Feelings heißt die Scheibe. Und das ist irgendwie tatsächlich ein Bill Withers Best Of von Al Jarreau gesungen oder irgendwie sowas in der Richtung. Von Happy Bird, ist ja auch niedlich. Kann ich auch mal so zeigen. So sieht das Ganze dann aus. Happy Bird. Und es ist tatsächlich, wie gesagt, Spirits and Feelings heißt die Platte. Und hier sind alle großen Bill Withers Hits drauf, die wir so aus dem Radio leider erkennen. Ain't No Sunshine, Lean On Me, Use Me, The Kiss of My Love, Grandmother's Hand, You, The Same Love That Make Me Love. Ne? Also irgendwie alles mit dabei. Und das hat einfach mal der Al Jarreau zu seinem Besten gegeben. Al Jarreau ist ja für mich ein fantastischer Sänger. Ist ja so der Anfang des Skat-Gesangs, würde ich in dieser Richtung so. Skat-Gesang ist es ja nicht wirklich. Ist ja nicht so da, aber so, er hat eben das. Er ist einfach ein Stimmengenie. Ne? Al Jarreau ist ein das Stimmengenie überhaupt, finde ich. Ne? Viele Leute dann darauf aufgebaut, ihren Gesangstalent. Stimmt auch irgendwie nicht ganz, was ich da sage. Ihren Gesangstalent. Weiß ich nicht so ganz. Klingt irgendwie komisch, ne? Aber hier habe ich nochmal eine etwas frühere All Fly Home von Al Jarreau, wenn wir schon dabei sind. Auch schön hier die Jungs nochmal am Rücken, was hast du zu sehen? So. Scheibe selber ist aus dem Jahre 1978. Musiker hier drauf. Jan Blessing. Jucorero, Reggie McBride, okay, der Freddie Hubbard, okay, Freddie Hubbard ist ein großer Begriff hier irgendwie. Lee Ritenour nochmal an der Gitarre, auch natürlich sehr, sehr bekannt. Also auch hier wieder viele Leute drauf, die wir kennen. Warner Brothers Scheibe, Fly Me at All Fly Home, meine ich, nicht Fly Me at Home, sondern All Fly Home. Ja, 78, geile Scheibe. Hier jetzt weniger. Wie heißt das noch, wenn man jetzt Sachen nachsingt? Scheiße,
Coverversion? Ist das einfach eine Coverversion? Da hat sie noch einen anderen Namen. Bin weg. Tut mir leid. Weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, das ist eine Coverversion. Einfach nur schlicht und einfach Coverversion. Obwohl, stimmt, ich kann sie ja She Leaving Home von John Lennon und Kevin McCartney. Aber 3, 4, 5, 6, 7, 8 Stücke hier auf jeden Fall von Jarreau auch geschrieben. Also eigentlich mehr eigenes Zeug. Ein, zwei Cover dabei. Nicht wie das Ding davor. Okay, und hier ist Mr. Jazz-Gitarre persönlich nochmal, George Benson. Allerdings ist das In Your Eyes, das ist schon mal irgendwie einer der verpoppten von George Benson aus den 80ern, glaube ich, ja, 1983. Das ist schon die Zeit gewesen, letzten Endes, wo er definitiv in den Charts sehr, sehr unterwegs gewesen ist und natürlich viele große Hits gemacht hat, nicht nur mit seinem Gitarrenspiel, sondern halt wegen seinem Smoothy, Funky Zeugs, was er zu der Zeit gemacht hat. Man kann es auch hier so ein bisschen sehen. Guckt euch diesen Typen an und dann wisst ihr ganz genau, aha, das ist Mr. Cool persönlich in der Disco auch hier und singt und macht und tut und die Leute sind alle reihenweise dahingeschmolzen. Ne? Ihr merkt, ich muss aufhören, das geht so nicht weiter mit meinem Gesülze. Schöne Platte, George Benson, In Your Eyes, letzten Endes, das Label hier, auch hier nochmal, oh, was hier, was ist das? Oh, ja, das sieht ja richtig schön aus. Hier ist nochmal ein, oh, es gibt Gefühle, für die es keine Wörter existieren. Dein Joachim, ne? Also das ist für Biene, 1985 mal geschenkt hier. Alles klar, ne? Da war Joachim ganz arg in Biene verliebt und hat ihr dann diese Platte gegeben. Was ich schön finde, das habe ich jetzt gerade hier gesehen, ist natürlich ein wunderbares Booklet. Wow, das ist ja richtig klasse, habe ich noch gar nicht gesehen von George Benson. Ich weiß gar nicht, ob ich dazu gehört, ob es das irgendwie jetzt irgendwie anders reingekommen ist. Weil die Platte hier lässt das meines Erachtens gar nicht zu von Warner. Und zwar ist das dieses Heftchen. Da schauen wir mal ganz kurz rein. Richtig geile Bilder mit drauf, muss ich ganz ehrlich sagen. Und ich weiß nicht, ob das dazu gehört. Auch das ist richtig toll hier. Das muss ich auch mal zeigen. Schönes Bild, ne? Also müssen wir mal ganz kurz gucken, das ist ein bisschen angefangen hier, wann ist er geboren, was Quincy Jones natürlich viel mitgemacht und so. Da ist er auch nochmal als Bild drauf, die Geschichte von ihm und so. Hier haben wir ihn hier, aha, Moment, kann ich gleich sagen. Feel like magic love in your eyes, that took us so far, turn your love around, here's a win-win, white rabbit, nee, alles klar, das gehört woanders rein. Das hat sich hier dann irgendwie in diese Platte gemogelt, hier sind nämlich andere Texte und Sachen mit drauf und das ist auch ein sehr schönes Bild, was ich nochmal eben hier vielleicht zeigen würde. Ist auch, gefällt mir auch sehr gut. Bitteschön. George Benson nochmal Deluxe. Schönes Teil, gehört bloß nicht in diese Platte. Müsste ich mal rauskriegen, zu welcher Platte das denn wohl eigentlich gehören mag. Cool. In Your Eyes von George Benson. Und was so schön ist mit George Benson, machen wir gleich weiter mit George Benson. Und das ist so eine Platte, die finde ich richtig geil. Das ist nämlich der gute, coole George Benson mit jeder Menge geiler Musiker und als Jazzgitarre Deluxe. Funkig angehauchte Jazzgitarre. Und noch nicht das Popgequatschel aus dem Jahre 1977 von CBS Records. George Benson, Lonnie Smith an dem Organ, Ronnie Chever hier Baritonsax, Jimmy Lovelace, Ray Lucas und Marion Booker an den Drums. Und ich bin jetzt gerade leicht irritiert, weil ich gar keinen Bassisten hier drauf stehen habe. Weiß jetzt auch nicht, wahrscheinlich wird ihm halt Lonnie Smith einfach mit dem Organ mit Fußpedalen den Bass spielen, gehe ich jetzt auch mal von aus. Die Scheibe selber heißt Summertime. Von George Benson sieht so aus und das ist auch noch richtig klasse. Ne, das ist auch richtig cool. Ja. CBS. Geile Scheibe. Die werde ich mal rauslassen und die ziehen wir rein. George Benson Summer Time. Okay, hier habe ich jetzt nochmal vier letzte Platten und dann muss ich auch aufhören, glaube ich, weil ich glaube, wir gehen jetzt schon wieder hart an die Grenze von, ich weiß nicht, ob wir schon eine Stunde haben oder irgendwie sowas, kann ich nicht genau sagen. Und zwar ist das Larry Carlton. Larry Carlton, ja auch wirklich ein Begriff, auch ganz, ganz viele Projekte gemacht, der Larry Carlton, überall mitgespielt. Das ist hier eine Solo oder eigentlich, glaube ich, die erste Solo-LP von Larry Carlton. Jeff Porcaro hier an den Drums, na wieder mal Paulinho da Costa an den Percussions. Greg Matheson spielt hier Keyboard und Abraham Labriel spielt den Bass. Warner Brothers Records, ich glaube, das ist das Debütalbum von Larry Carlton, ist ziemlich geil. Ziemlich geiler,
schon ein bisschen bluesiger Jazzrock aus dem Jahre, wo haben wir es? 78. Das ist die Scheibe, so. Wie gesagt, Warner Brothers Label brauchen wir, glaube ich, nicht allzu viel zeigen. Auch diese Scheibe ist ziemlich klasse. Okay, das Herbie Man Memphis Underground. Herbie Man Memphis Underground ist ja auch eine ziemlich geile Truppe hier. Herbie Man spielt ja die Flöte hier auf dieser Platte. Flötist, wie heißt das andere Ding nochmal? Komme ich jetzt nicht drauf, wie das Instrument wieder heißt. Muss ich jetzt auch mal wieder üben, alles. So kann eigentlich nicht wahr sein. Naja, auf jeden Fall ein schönes Projekt letzten Endes hier mit guten Musikern. Herbie Mann, wie gesagt, spielt die Flöte. Roy Ayers hier die Vibes, Larry Coryell die Gitarre und Sonny Shinrock spielt auch noch die andere Gitarre. Rhythmus and Blues, Electric Acoustic Piano, Tommy Cogbell, Gene Christman spielt den Drums und Mike Leach den Bass. Miroslav Vitus spielt ja auch noch irgendwie den Bass bei bestimmten Sachen und so. Also auch hier wieder jede Menge Leute dabei. Cooles Studio hier unten aufgebaut. Zeige ich nochmal ganz kurz einmal. Und ich höre gleich auf, weil mein Sohn guckt schon wieder durch die Tür, der jetzt ins Bett muss. Ist nämlich schon relativ spät. Damit lassen wir es einfach mal sein, würde ich sagen. Hören wir mal für heute auf. Ich habe ja noch mehrere Platten. Ist ja nicht so, dass wir nichts haben. Und ich mache mal jetzt Bettgehzeit. Das stimmt, du hast 1000 Platten. Siehste. Und schon da über 1000. Ja, klar. Leider ist das so. Das stimmt. Lasst euch gut gehen, liebe Leute. Ne? Hört gute Musik. Lasst euch gut gehen. Ciao.